Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir nicht viel erreicht. Wir haben einfach nur ein bisschen einen neuen Helm eingekauft, ein bisschen gelevelt, ein bisschen geredet. Und hier ist Curry. Ja, Hancock macht Pause. Vielleicht für immer, so wie jeder andere meiner neuen Gefährten, bei denen ich schon die Fähigkeit habe. Und ja. Wir sind immer noch auf der Suche nach einigen Meyerlock Panzer Schalen. Sag mal, Panzer. So, das bedeutet, wir müssen Meyerlocks erledigen. Sieht irgendwie komisch aus. Oder irgendwie so ein Ganzkörper, oder war irgendeiner Ganzkörperpanzer. In den freien Stellen irgendwie sehen so komisch aus. Ob ich damit unter Wasser tauchen kann? Keine Ahnung. Oh, da war irgendwie ein Meyerlock am rumspacken, da ist auch einer. Hallo. Blutrünstiger Meyerlock. Guck mal, wie wenig ich da abgezogen habe. Ja, Problem ist meine Munition. Ich musste natürlich ein bisschen davon ja verwenden in der Gunner Plaza, wo ich 5-mal hingeschickt worden bin. 3-mal meine ich. Das kam mir 5-mal vor. Ich muss schon sagen, 6 Schuss in ein Ding. Hallo, na? Ja, und ich die ganze Zeit mit meinen Dings hier rumballern mit meinen. Halt, da gibt's noch was. Taumel! Ja, das Problem ist, wenn die Gegner mit Nahkampfangriffen kommen, dann können die mich hier noch aus dieser Motion rausbringen, aber ja. Schon im letzten Part erklärt, die Waffe ist irgendwie überpowered. Die Gegner können darauf nicht mehr reagieren, das ist doch schlimmer als das Schwert. Ach ja, ich habe übrigens wieder ein paar Stimpacks. Ich habe 35. Ich habe mal ein bisschen Geld ausgegeben. Ich habe irgendwie, weil ich in der Gunner Plaza sind immer, ist immer irgendein Typ mit einem Fatman am rumlaufen gewesen und den habe ich natürlich einkassiert und verkauft und davon habe ich mir Stimpacks geholt. Und ja. In deinem Zit von diesem Roboter. Und mehr auch nicht, ich wollte schon sagen, da ein bisschen falsch aus. Ja, ich mach das Spiel kaputt mal, ne? Wenn ich nur ein Gegner gegenüber trete, ist das einfach. So, jetzt kommen zum Beispiel mehrere Gegner, jetzt wieder zum Beispiel ein bisschen heftiger. Das ist so überpowered, das Teil. Ich bin da schon gewohnt in Fallout 3, seit Fallout 3, dass die DLC-Waffen ein bisschen überpowered sein können, aber das ist ja wohl. Das ist ja wohl, ich mache das Spiel kaputt stark. Ja, wie gesagt, das klappt nur gegen einen Gegner. Wenn ich da endlich irgendwie in der Gunner Plaza gewesen bin, dann muss ich auf andere Waffen zurückgreifen. Weil ich kann nicht einfach auf einen einsägen. Ich werde dann irgendwie von allen anderen Seiten noch abgeknallt. Wenn hier Mitteilung an die Familie. Noch mehr. Das wusste ich. Das
Wie war's das? So, weiter. Noch mehr Abenteuer von denen. Okay, ihr Deppen, aufgepasst. Das sind die Aufgaben für diesen Monat. Ich habe nur eine Liste, also lasst sie rumgehen. Und nein, ich werde es mir nicht wieder anders überlegen, also frag nicht wieder, Braun. Luke, du bist fürs Fischen zuständig und für das Ausnehmen und Kochen der Fische. Alles, was mit Fisch zu tun hat, ist dein. Okay? Rowan, du bist für die Reparatur zuständig. Irgendwie lösen sich die Bodenplanken immer wieder. Keine Ahnung warum, aber kümmere dich. Was sind das für Geräusche hier? Braun, du entfernst wieder die Büsche. Das ist mir schon im letzten Part aufgefallen am Ende. Ja, du musst auch nachts arbeiten. Ist mir egal, was du machst. Ich hab mal wieder... Au. Wechsel nachts, wenn du genau gleich tust. Ja, da liegt jemand. Also heul nicht rum. So ist Braun. Ja, da kennt sich wohl einer mit Technik nicht aus. Okay, da ist Rowan. Das ist der Bray Husk-Typ. Bezweifelt hat der irgendwie überlebt hat. Ein König oder eine Königin? König, ne? Hi, kennst du schon den hier? Alle König der Tiefe. Das ist so überpowered, der Teil. Das ist Braun. Na, mach du mal raus und ich gehe ein bisschen looten. Das hat schon Curry, ich glaube nicht. Was ein französischen Akzent. Es gibt den plus 20 Angriff. Luke gab es auch. Und die hat den echt erledigt. Ich krieg die Krise. Aber ist der Bray Husk-Typ. Ja, wahrscheinlich alle nur am Leben, weil ich das erste Mal hier war, ne? Weil ich weggegangen bin, sind die alle gestorben. Das ist immer so eine Sache, da weiß man natürlich nie, ne? Vielleicht ist das ja so. Das weiß man nie. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gut gemacht, Curry. So, einer fehlt noch, außer der hat natürlich überlebt. Oder auch nicht. Na gut. Oh, hi. Dann noch mehr. Vielleicht mal nachgucken sollen. Nicht toll. Riesengroße Meierlöcks. Jede Menge. Die toten Fische und die Köder müssen sie angelockt haben. Verdammt, mein Bein. Die anderen sind tot. Alle tot. Die Luke haben sie in Stücke gerissen. Und Rowan wurde schreiend in die Tiefe gezogen. Sein Blick. Oh, oh Gott, sein Blick. Ich wollte Braun holen. Da war nur ein großes... Fisch, Mensch, Ding, das seine Überreste gefressen hat, hat mich am Bauch erwischt, bevor ich einen Schuss abgeben konnte. Der Laden war eine Festung. Wir konnten meilenweit sehen. Verdammte Fischmonster. Ich hoffe nur... Oh Gott, nein! Es hat mich gefunden! Nein! Güte.
Oh, das ist ein Horrorfilm, ja. Was? Hey. Ich hab irgendwie das schon kommen gesehen, dass irgendwie noch so was kommt. Aber dann, als er irgendwie so auseinandergenommen wurde, habe ich mir gedacht, oh, da kommt jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Und dann kommt echt noch was. Wie das Ding nimmt auf, willst du mich verarschen? Oh, das war sehr geil. Das war sehr geil. Er war irgendwie so ein typischer Bethesda-Humor. Habe ich so das Gefühl. So ein bisschen dunkel. Verstörend. Nennt man das morbid? Ich glaube, das ist nur ein englisches Wort, keine Ahnung. Aber trotzdem irgendwie witzig. Ja, gut. Cool. So, weiter im Text. Wir haben die Mission erledigt. Wir können eigentlich schon zurückgehen. Mit der Kettensäge werde ich noch mal einen Spaß haben, habe ich das Gefühl. So 100 Parts. Jeder Gegner jetzt ein Kinderspiel. Nein, ist ja noch irgendwas. Nein. Immer am Ende des Parts die Mission ab. Hi. Oh, du bist ein. Das sieht wow. Das sieht verstörend aus. Was auch immer du machst, König, schieß nicht auf die. So. Es stellt sich die Frage, was bei diesem Niederdach ausgelöst hat. Es ist ja gut. Kampfhandlungen werden. Ja gut. Und. Ich glaube, das eine gute Idee ist. Wenn ich zwei Gegner ist das schon wieder ein bisschen nicht so gut. Oh. Ja, so Blöschkram. Der Streiter verbrannter, dicker, cool. Chameleon, viel schwerer zu denken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Wie der große Tyrannosaurus Rex. Einfach nicht bewegen. Ja, wir sind uns alle einig, die Waffe ist überpowered. So, hi, wo kommt ihr näher? Ich finde allgemein schon sehr oft traurig. Das Gefühl. Wenn man auch einfach Erfahrungspunkte bekommt. Also viel dazu.
das Pipi? Braucht das Passwort. War schon wieder hier. Irgendwie eine Zeit dort, wo ich einen Schlüssel brauche. Irgendwie ist da aber nichts. Das ist ein Selfboy, aber was habe ich denn damit? Ich habe das Gefühl, ich muss mich den Dingen jetzt irgendwann mal anschließen. Diesen Atomtypen, um überall hinzukommen. Okay. Komm, wir können noch einen Ort aufgraben. Mein Gott. Wir strahlen. Zum Glück habe ich genug Red Away und so. Red Away! Dankeschön. Was ist das? Chirurgenmaske? Okay. Hab ich auch noch nicht gefunden irgendwo, ne? Komm, da gibt gar nichts. So viele Jahre unbeschädigt zu überstehen, das nenne ich Glück. Ja, Glück. Komm, geh mal zurück. Ich unter Strahlung ein. Den Ort werde ich nicht wiederfinden, habe ich das Gefühl. Also jetzt gehen wir zurück. Ich werde schon wieder hinfinden. Ich bin so eine Person, ich gehe irgendwie jeden Quadratzentimeter von der Welt ab, wo so einen Anzug will ich haben. Dann sehe ich aus wie ein Power Ranger. Beim Fahrhabe ist ja nicht so riesig. Kann ich mir schon vorstellen, jeden Ort hier abzugraben. Da werden wir sowieso irgendwann mal machen. Jetzt ist es ja noch nicht notwendig. Wir finden ja immer wieder neue Orte. Wir müssen ja nicht direkt suchen. Wir laufen einfach und wir finden immer noch welche. So ist jetzt, so ist das ja jetzt nicht. So. Vielleicht die Pose auch einfach nur, was mich so anspricht. Ja, gesünder, du kannst einen Skill auswählen, okay. So, Seefahrerin, wo bist denn du? Habe ich schon gesagt, dass ich meinen Helm nicht weiter aufbauen kann? Ja, ne? Ich glaube schon. Das Schneiden der Panzer ist eine Drecksarbeit. Aber es lohnt sich. Ich habe deine Meyerlord-Panzer. Endlich. Alles, was an das Dock geschweißt, geklebt oder gehämmert werden kann, ist da. Es wird vielleicht Zeit für schwierige Entscheidungen. Verdammt. Ich bin nicht gewohnt, darüber zu reden. Hier bricht alles auseinander. So viele Tote durch den Nebel, die Krabben oder was auch immer. Und ich frage mich, wie viele Wochen mir noch bleiben. 3, 4, 2. Eine. Okay. Hast du Schmerzen? Vom Doc habe ich was. Curry ist irgendwie sehr ungehobelt. Es ist schwierig, alles unter Kontrolle zu halten. Ich habe nicht mehr so viel Energie wie früher. Und es wird noch schlimmer. Du solltest jede Minute würdigen. Nichts außen vor lassen. Es ist schwer. Was mir Freude gemacht hat, schmeckt nur noch bitter. Ich weiß noch, wie es früher war, vor der Nachricht. War ich ganz nah dran, alle von meinen Docks runterzuschmeißen. Aber danach? Warum sollte ich mein Land verteidigen? Lass sie nur kommen. Und wenn ich jetzt sehe, wie sie sich streiten, statt auch nur einen Finger krumm zu machen, merken sie nicht, dass die Zankereien und Kleinigkeiten nur Zeitverschwendung sind? Gibt es eine Möglichkeit, die Dinge zu verbessern? Ich dachte mir, alle sollen mein Land haben. Wir haben hier lange genug alleine gelebt. Gemeinschaftlicher Landbesitz könnte zu einer richtigen Gemeinschaft führen.
selbst wenn man sie dazu zwingen müsste. In schweren Zeiten sollte eine Gemeinschaft zusammenhalten. Ich dachte, der Captain wäre ein idealistischer Dummkopf. Aber jetzt, ja, das gelebt. Sehr gut. Ich den Panzer eingebaut habe, möchte ich noch eine letzte Sache erledigen. Du das heißt, ich muss eine Sache erledigen. Freund, wenn du dich bis zum Schluss darum kümmern könntest, tja, ich muss jetzt an die Arbeit. Ja, Verteidiger, Harpunenkanone, boah, viel Kronkorken. Ja, nicht schlecht. Guter Effekt und so. Aber für alle Fälle. Was mir hat ein Steampack gegeben? Du hast mir ein Steampack gegeben, danke. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Lass dich von der Insel nicht überrumpeln. Kauf meine. Okay. Dann reden wir mit der auch noch. Und ich hören kann. Avery. Also, pass auf, was du sagst. Unglaublich, dass alle verloren schienen, bevor du kamst. Aber jetzt haben wir uns Siedlungen zurückgeholt. Die Leute kommen zusammen. Und das alles. Alles nur deinetwegen. Bescheiden seid. Jetzt halt halt gut. Das ist viel zu viel der Ehre. Wohl kaum. Was du getan hast, unter anderem der Kapitänstanz, verlass dich drauf. Von dir wird man sich noch lange erzählen. Meine Leute sind so mit sich selbst beschäftigt, die haben bestimmt nicht mitbekommen, dass du uns gerettet hast. Was ich dir auch gebe oder für dich tue, es reicht nicht. Aber nimm das und danke. Rettungstaucheranzug. Der erhält die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen, sowie Schutz vor Strahlen. Was? Okay. Eher sterbe ich, als dass ich aufhöre, mir mein Land zurückzuholen. Wir haben mal sehr viel Erfahrung bekommen. So, haben wir jetzt eigentlich nur noch das hier. Sprich mir den Anführer von Arcadia. Da war ja noch was. Ja, die Kinder des Atoms. Wie sieht der Tauchanzug aus? Mein Gott. Wenn ich aber echt schwimmen geht unter Wasser ohne. Das kann ich unterbrochen unter Wasser. Wäre doch mal geil. Trotzdem noch Einstrahlung. Na gut. Würde ich aber sagen, ich beende den Part erstmal hier. Und weil man sieht noch ein Gesicht. Habe ich eine Glatze? Was? Vor allem, hallo? Mein Hals, hallo? Da kommt doch locker Wasser durch. Na gut, egal. Dann würde ich erstmal sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.